Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei God of War. Yeah, ich freue mich, ich hab Bock. Wir haben in der letzten Folge Hades platt gemacht. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Für euch eine neue Folge. Ja, wir haben in der letzten Folge die Klingen des Hades, so heißen sie, glaube ich. Wartet mal. Da Hades-Clown bekommen. Ich habe auch gesehen, wir haben schon wieder 4210 Orbs. Ich wäre aber stark dafür, dass wir hier noch ein bisschen sparen und schauen, dass wir unsere Chaos-Klingen entsprechend nach oben kriegen. Ja, ist mir aktuell so die liebste Waffe. Ja, was war noch? Dadurch, dass wir die Seele des Hades aufgesaugt haben, können wir, glaube ich, durch den Styx ohne Probleme zu kriegen. Das heißt, wir tauchen in das, ja, feuchte Nass. So, abtauchen. Ah, jetzt dürfen wir auch tauchen und sowas. Abtauchen, ja, wer lesen kann. Was war? Gedrückt halten? Na gut, wir tauchen mal eine Runde. Oh, da liegt er. Ja. Müssen wir jetzt ernsthaft durch? Oh, wir müssen durch ihn durch. Wie widerlich ist das denn? Was war da? Wo sind wir hier? Umschauen darf ich mich nicht. Ich gucke nochmal kurz hier unten, ob hier noch irgendwas ist. Da kommen wir nicht weiter. Ja, mit den Seelen oder was auch immer das hier ist, was hier rumeiert. Naja. Ja, im Übrigen, kleine Seelenbeschwörung. Beschwören Sie eine Seele, die Gegner angreift. Machen wir sofort. R2. Okay. Mit ihnen rufst du verfluchte Seelen, die deine Gegner angreifen. Gut, das finde ich nice. Das ist in der Tat sehr nice. Ich glaube, normalerweise würde das Mana kosten. Aber da wir gerade wieder diesen Skill oder diese Fähigkeit lernen sollen, kostet uns das, glaube ich, aktuell gar nichts. Ja, das wiederum ist natürlich sehr geil, keine Frage. Wow. Hau dir ab! Ja, man könnte ja auch mal so ein bisschen prügeln. Ja, ich finde irgendwie, dass das Fighten mit den Chaos-Klingen geht leichter von der Hand. Klauen Klingen L1 schneller? Was? L1? Ach so, X. Ah. Alles klar. Okay, ich muss gerade nochmal wieder reinkommen. Das hier war... Alles klar. Okay, habe ich direkt mal Mana verkackt. Egal. Ja, nee, was wollte ich sagen? Eine Veränderung zur letzten Aufnahme ist, dass es jetzt die PS4 Pro ist. Dieses Super Sampling oder wie das heißt, ist an. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es großartig seht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen besser von der Quali her. Ja, wie auch immer. Nur so als kleines Update. Habe ich mir mal gegönnt. Habe ich lange überlegt, ob ich es mache oder nicht, ob es sich lohnt. Da ich ja trotzdem nur in, da ich ja trotzdem nur in 1080p aufnehme, aber ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Okay, wo sind wir jetzt? Da oben ist was, was blinkt. Ich will erstmal runter, bevor ich hochgehe. Mit runtergehen ist nicht viel. Okay, wir schauen, was da oben so fleißig am Blinken ist. Oh, ein Hebelchen. Erstmal auf die andere Seite gucken. Ist da noch irgendwas? Ja, das ist zum Beispiel wieder so ein Part, an den ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, obwohl ich das Game ja, wie gesagt, schon mal gezockt habe. Also einmal Remastered gezockt, früher auf der PS3 mit einem Kumpel zusammen gezockt, wie bescheuert. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Gut, jetzt wird bestimmt da unten, genau, aufgehen. Und da hinten auch, ist die Frage. Bleibt es offen? Kann man eigentlich... Gab's nicht irgendwie auch so ein schnell... Ah. Kratos? Kann das sein? Bedeutet das, dass Hades nicht mehr herrscht? So ist es. Der Gott der Unterwelt ist tot. Tot? Hades hatte Leid verdient. Aber ich dachte, er wäre unsterblich. Die Olympier überschätzen sich gern. Interessant. Das werde ich mir merken, Spartaner. Okay. Du brauchst die Seele eines Gottes für Hyperions Tor, Kratos. Und das Tor wurde ewig nicht benutzt. Sicher ist es beschädigt, ansonsten hätte ich doch meine liebliche...
Weißt du, Kratos, ich war nicht immer wie jetzt. Ein Monster. Ich war einst der gefragteste Handwerker des gesamten Olymps. Zeus gab mir zum Lohn die Hand der lieblichen Aphrodite. Und meine Mutter Hera prahlte mit meinem Talent. Doch am Tag deines Sieges über Ares wurde meine Welt zerstört. Seit diesem Tag ist Zeus der Dämon, den du heute kennst. Schlimmer noch, er nahm mir meine Tochter, Pandora. Den Quell meines Lebens. Ich versuche seitdem hier, sie neu zu erschaffen. Vergeblich. Wieder und wieder. Sie ist am Leben, Spartaner. Ich fühle es. Du, Kratos. Du kannst sie mir zurückbringen. Dein Kind geht mich nichts an. Doch sicher verstehst du mich. Du warst einst auch ein Vater. Oh, okay. Alles klar. Kommen wir denn hier hoch? Dürfen wir denn hier hoch? Hier gibt es aktuell keine Möglichkeit. Ich save mal nochmal schnell. Und ja, falls ich irgendwie ein Problem habe mit der Aufnahme, mache ich hier nochmal einen separaten Save. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Okay. Da kommen wir nicht hoch, deswegen würde ich vermuten, dass wir hier runter müssen, oder? Ich habe keine Ahnung, aber da waren wir doch eigentlich schon, oder? Gibt's jetzt... Halt, wartet mal. Gibt es die Möglichkeit, mit den Klingen, die wir jetzt gesammelt haben, mit den Klingen des Hades, wie auch immer sie sich schimpfen, da jetzt was zu machen? Weil das Spiel weist uns ja offensichtlich auch darauf hin. Jetzt dachte ich, er hält sich da gerade fest, aber nee, macht er nicht. Gut, oder auch nicht. Können wir hier irgendwie... Nö. Juti, dann würde ich mal behaupten, wir gehen mal nach hier unten weiter. Halt, oder? Wartet mal, was ist denn mit der anderen Tür hier drüben? Hier war doch auch immer noch eine Tür. Okay, da dreht sich aktuell nicht mal der Monitor. Okay, immer noch dasselbe. Verschlossene Tür, gut. Juti, dann ziehen wir weiter und wir gehen nochmal runter. Ich weiß, es gab auch noch irgendeinen Weg, den wir noch nicht gegangen waren. Bin ich der Meinung? Na, wir schauen mal. Wir schauen mal. War das hier, wo es den Weg gab, den wir noch nicht gegangen waren? Kann sein, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es gleich erleben. Oh, Schnief, sorry. Ich bin mal wieder ein bisschen am Schniefen. Ja, hier war das. Hier sind wir beim letzten Mal direkt da lang gegangen. Das heißt, jetzt würde ich gerne diesen Weg dort mal versuchen, benutzen. Und ich habe eine ganz blöde Vorahnung. Ja, dachte ich mir. Genau sowas. Wow, shit. Dachte ich mir. Immer wieder reinkommen. Habt ein bisschen Verständnis, bitte. Oh, wird schon. Oh, zwei. Oh, shit. Da war ich zu langsam. Okay. Ah, ich hab doch gedrückt. Ah, jetzt rutsche ich auch noch in die falsche Richtung. Ah, komm. Den einen haben wir doch bestimmt gleich. Genau. Bums. Ah, ja, ihr habt doch irgendwie die Nerven zu kurz, Leute. Hilfe? Okay, und Bums. Oh, ein bisschen Mana hier verschwenden, dafür haben wir sie doch. Dann ist wahrscheinlich verschwenden nicht das richtige Wort. Ja. Bums. Und Bums. Tschüss. Dich kriegen wir auch noch. Yes. Was ist mit dem letzten, der da steht? Was ist mit dir? Stehst du... Okay, wir sind durch. Stehst du auch noch auf?
Okay, habe ich ganz schön viel Mana verballert. Aber egal, was soll das? Der wacht doch bestimmt auch gleich, oder? Kann doch nicht sein, dass der als einziger hier rumsteht und nichts macht. Oder? Mal schauen. Ich bin gespannt, wo der neue Weg jetzt hinführt. Oh, auf jeden Fall sehe ich da hinten Vasen. Unsere geliebten Vasen, die uns rote Orbs einbringen. Sind wir jetzt schon? Ich glaube, wir sind sogar schon drüber. Ah, okay, da rastet ein, alles klar. Wie viel haben wir jetzt? 5000. Oh. Okay, Hundchens. Bombs, nice. Und nicht mal wenige. Haben wir sie alle? Glaub schon. Okay, sehr gut. Was ist das hier? Wieder eine fast bisschen versteckte Kiste. Wie viel? Ah, ich habe ich gar nicht, glaube ich, nicht gesehen. Oh, da ist noch eine. Und wie viel? Oh, nicht sehr viel. 15 waren das, glaube ich, oder? Kann ich das hier kaputt machen? Ne, wahrscheinlich muss ich da hochkrabbeln, ne? Ach, das ist nur ein Geheimraum Geheimraum für diese beiden Kisten, oder was? Ich komme hier gar nicht hoch. Ist es das? Ah, okay. Na gut. Dann hätten wir uns diesen Weg beim ersten Mal schon holen können. Umso besser, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Umso besser. Ja, das sah beim ersten Mal so für mich aus, als ob das der Weg, ja, der entsprechend richtige Weg wäre. Deswegen wollte ich natürlich immer erstmal zum anderen Weg gehen, wie das halt so ist. Ihr kennt das. Naja, zum Glück sind wir nochmal dran vorbeigekommen. Alle gut. Oh, hier können wir Mana auf... Seht ihr, es hat doch einen Vorteil gehabt, dass wir diese Kiste haben stehen lassen. Ich hätte jetzt auch AP nehmen können, weil da sind wir auch ein bisschen angeditscht, aber wir nehmen mal die Mana mit. Wer weiß, was jetzt für ein Kampf kommt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wobei wir ja hier eigentlich schon ein bisschen aufgeräumt hatten, ne? Ah, das Portal ist jetzt offen. Alles klar. Alles klar. Kann man mit dir nochmal reden, Mädel? Nee. Rums? Nee, okay. Ach, die Geschichte. Und mal ein bisschen aufräumen hier. Diese blöden Gegner spawnen immer wieder nach. Ich save nochmal schnell, weil wir einfach die Möglichkeit dazu haben. So, die haben wir gerade. Passt das? Ja. Ja, es ist 2:30 Samstag. Ideal zum Zocken. Möchtest du? Ja, möchte ich. Los mal, Hoppchen, ich will weitermachen. Mir juckt's in den Fingern. Biber schießen? Hä, bin ich doof? Ah, da, nehmen wir doch mal den. Jetzt haben wir hier aber ordentlich wieder was eingesteckt. Hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können. Seht ihr, sowas schießen. Okay, meine Güte. Ich habe natürlich schön R2 gedrückt. Und da kann ja nichts passieren. Okay. Wo kommen wir jetzt an? Los, trau dich. Denk an deine Aufgabe, Kratos. Die Dämmerung verzehrt uns. Sein Tod ist die einzige Hoffnung. Ich versichere dir, Athene. Zeus wird sterben. Okay. Wir gehen durch das Portal. Wo sind wir? Das Helios. Die Stadt Olympia. Alles klar. Wir sind dem Hades entstiegen. Ich gucke nochmal kurz. Hier hinten. Aber hier scheint nichts zu sein. Ja, wir sind dem Hades entstiegen. Und Helios wird, wie es aussieht, unser nächster Gegner sein. Oh. Ach, guck mal. Gaia, meine Gute. Du blöde Troller.
Eigentlich hättest du es... Oh. Du liebst Spartaner? Natürlich. Das Blut des Kronos dient dir gut. Schnell, du musst mir helfen. Helfen? Dir? Ja, Freund. Schnell. Ich leide furchtbar. Ich wollte zurück in den Kampf, aber... Ohne mich. Du weißt, ich hatte keine Wahl. Du musst mir helfen. Ich muss gar nichts. Gaia, ich glaube, ich muss hier durch. Machst du mir Platz? Was? Du machst mir keinen Platz? Dann muss ich ihn mir selber machen. Und los! Los! Mach Platz! Oh, der Böse, das sieht so aus wie der Knochen. Gratas, bedeute ich dir nichts mehr? Du warst Mittel zum Zweck, Gaia. Nichts weiter. Ha. Aber ich muss Zeus töten. Die Titanen müssen den Olymp besiegen. Nein! Das ist mein Krieg, nicht deiner. Okay, Mädchen, das war's für dich. Wir laden auf und rums. Boah. Tschüss, Gaia. Okay. Haben wir uns also Platz gemacht? Was können wir jetzt hier als nächstes tun? Wir müssen ja noch ganz durch. Okay. Und schmeißen wir gleich alles von ihr runter. Und weg mit dir. Los. Okay, ich guck grad mal. Da. Okay, wir sind wieder voll, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, brauchen wir die Kiste? Aber wir brauchen sie scheinbar aktuell nicht. So, ist hier noch was? Ich habe so ein bisschen Schiss, ey, wenn man sich diese Statuen anguckt. Das sieht natürlich geil aus, keine Frage. Aber bei so einem Spiel wie God of War ist es doch eigentlich... Ja, so rechnet man auch damit, wenn man jetzt an die Tür rangeht, dass diese Typis da... entsprechend zum Leben erwachen. Tor nach Olympia. Beweisen Sie, dass Sie ein wahrer Held sind. Vernichten Sie die Gegner, die den... Ja, ich hätte mal nicht so viel quatschen sollen. Okay. Okay. Come on. Ups. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich eigentlich nur in Sicherheit rollen. Ups. Aua. Komm her. Ich wollte den hier greifen. So. Okay. Alles klar. Es werden immer mehr. Rums, rums, rums. Ah, shit. Wie war nochmal greifen? So war greifen, ne? Zack. Komm her, Hundchen. Es werden immer mehr. So. Okay, die sind relativ unbeeindruckt. Wenn ich sie schlage, können die trotzdem noch... Was? Klinge stärken? Ja. Komm, und der Nächste. Ah, okay, wir können demnächst tatsächlich wieder unsere Klinge stärken. Wir brauchen ja 7000 Pünktchen, wenn mich das nicht alles täuscht. Boah, was, du Drecksack. Boah, jetzt wollen sie es aber wissen. Mist. So schön ausgewichen die ganze Zeit, aber wenn sie dann erstmal... Ah, wenn sie es dann erstmal schaffen... Und die blocken auch die Drecksäcke. Mist. Mist. Komm, 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 komm. Ja, komm, Mana. So, rums. Zack. Und zack. Ah, shit. Falschen gegriffen. Okay, rums. Ja, wo? Hier ist noch einer. Ja, sehr schön. So, komm her. Komm her. Komm her. Tschüss. Okay, da ist noch einer. Sehr gut.
Sehr schön, wir haben es geschafft. Wir brauchen nur noch 500 Pünktchen. Dann können wir unsere Chaosklingen ein weiteres Mal aufpimpen. Wir haben da noch eine Mana-Kiste. Quatsch, eine HP-Kiste. Was erzähle ich denn hier? So, die steht uns ganz gut zu Angesicht. Und die Tür ist entsprechend auch offen. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt, was vielleicht irgendwie von Interesse, hilfreich oder so. Man darf das ja nicht vergessen, hier das eine oder andere nochmal abzufarmen. Aber sieht nicht so aus. Okay, ups. Sieht nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge werden wir schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ja, und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und von daher, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.